So, ein echtes Traumstückchen hier für euch. Also, wir fangen an. Vorne. Das ist ein Columbus MTB. Ba, 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 bop. Columbus MTB. Damals war man noch stolz, Mountainbike drauf zu schreiben, weil einfach das war was Besonderes. Müsste Anfang bis Mitte 80er Jahre sein. Mountainbike. Bike. Ja, hier steht es auch nochmal. Special Designed Mountainbike. Chromoly Tubing. Dieses Fahrrad strotzt so vor Raffi Tücke und vor seltenen Teilen, beziehungsweise ja, die haben sich da so ein bisschen ausprobiert an dem Rad. Das sieht auch aus wie so ein fast wie ein Ausstellungsstück, weil hier wirklich jedes Zubehör verbaut ist, was man damals so dachte, was an ein Mountainbike rangehört. So, wir fangen erstmal an hier vorne mit diesen heutzutage genannten Cyclocross-Bremsen. Ne? Das ist schon ein richtig gutes Material. Die Bremse ist absolut selten, heute hochgehandelt. Die geht hier über in diesen. Dann gibt es hier für diese Bremse, falls der Zug mal reißt, diesen Zugfänger, so nannte man das. Ja, damit man keinen Überschlag macht nach vorne, wenn der Zug reißt, die Bremse, der Bremszug hier nach unten schnappt, sich verheddert im Laufrad, akut spontan stehen bleibt und dann machst du einen Überschlag. Damit das nicht passiert, gab es hier diesen Bügel. Werden viele noch kennen, die früher auch Mountainbike gefahren sind. Und werden viele auch wissen, wenn sie es nicht dran hatten, weil sie dachten, was ist denn das, dass sie dann einen Überschlag gemacht haben. Weil sowas ist ab und zu mal vorgekommen natürlich, ne, dass so ein Zug auch mal reißt. Die Originalbereifung ist drauf. Ja, Gelbwandreifen mit Straßengeländeprofil, also beides. Ja, mit einer Lauffläche in der Mitte glatt, an der Seite ein bisschen Stolle. Eine rigide Felge. Wo steht's? Da steht's. An der Decke steht's. So, könnt ihr sehen. Rigider AL 25 32. 32 mm wahrscheinlich breit oder so. Das ist ein breites Ding. Jo, weiter geht's. Die Griffe. Auch toll. Farblich abgestimmt aufs Rad, aufs Gesamtkonzept. Nicht von mir gemacht, wie gesagt, so sah das Rad tatsächlich aus. Also wirklich so kam das Rad vom Werk, sagen wir mal so. Formos Bremshebel. Heute alles begehrte Sammlerstücke. Santur Daumenschalthebel. Auf beiden Seiten natürlich. Dann der Lenker mit dem Originalaufkleber noch hier, Chromo. Ja. Wir schreiben heute noch so was auf den Stahlrahmen. Chromo. Macht damit Werbung sozusagen. Wir sind Chromo, ein echtes Chromo-Rohr. Was soll denn sonst sein? Bleirohr oder was? Ja, also war ja, damals hat man viel Werbung gemacht mit Dingen, die einfach Fakt waren. Genauso wie man es heute macht mit zum Beispiel, fällt mir spontan dazu ein, wenn auf einer Banane stehen würde, vegan oder sowas. Ja. Also das macht man ja heute gerne, Bio und vegan draufzuschreiben, weil man weiß, das kommt aus der Natur, also es ist Bio. Und vegan, naja, war noch nie anders, sozusagen. Ja, bei vielen Sachen. Und das wird heute so herausgestellt, als wäre es was Besonderes. So ist es. Der Vorbau. Vorbau mit dieser Doppelaufnahme. Heute auch hochgehandelt. In der Mitte dieser Fahrradtaue, dieser alte, veraltete Fahrradtaue von Sigma. Immerhin schon. Der wurde natürlich nachgerüstet. Der ist nicht aus der Zeit. Aber er ist einfach mit dabei. Gibt es gratis mit dazu. Wenn ihr dieses Sammlerstück erwerben solltet. Vorbau total begehrt, mittlerweile 1 Zoll Schaftvorbau. Ja, die Gabel, Fahrradgabel. Stahl gemufft. Der Rahmen stahl geschweißt. Hält es weiter hier unten. Und dann kommen wir zu dem Highlight an diesem Rahmen. Das ist ohne Zweifel dieser wunderschöne Bash Guard, sozusagen, so nennt man das wohl heutzutage. Man könnte auch Geländeschutz, Zahnkranzschutz fürs Gelände, könnte man das auch nennen. Ja, das war halt damals richtig teuer, auch so eine Tretgarnitur. Und da wurde die natürlich speziell geschützt mit diesem Megakonstrukt hier oben fixiert, dann geht es hier runter, hier lang, da lang, Verstrebung drin ohne Ende, hier hin und da hinten wieder hoch und das auf beiden Seiten.
Dann jetzt zum nächsten Special an diesem Rad, den wir gleich nahtlos über. Das ist nämlich der Kettenschutz. Also damit es keinen sogenannten Chainsack mehr gab, ein Kettenklemmer. Wenn die Kette im Gelände geschlagen ist, ihr habt es ja oftmals so eine Sharkfin, was ganz einfaches von Shimano. Nein, hier hat man sich damit nicht zufrieden gegeben, beziehungsweise gab es damals wahrscheinlich noch gar nicht. Und man hat einfach selber was konstruiert, nämlich was zusammengeschweißt, natürlich hier, aber schon offiziell, schon von Columbus. Ne? Schaut euch dieses Konstrukt mal an. Hier hinten fixiert, hier vorne mit einer Schelle fixiert und hier läuft es ganz knapp an der Felge lang. Schaut mal, wie knapp das ist. Und an den Speichen, ey, wenn da mal eine Speiche schlecht steht und ihr bupp, hakt ein oder das verbiegt oder so, um Himmels Willen, ey, was ist da los? Aber Kette hatte so gut wie keine Chance mehr, an den Rahmen ranzukommen und den in irgendeiner Weise zu beschädigen bzw. zu sich zu verklemmen hier. Also die Konstruktion hatte schon was. Wir haben hier vorne eine Nerwar-Kurbel, Tretkurbel. Geniale Pedalen, alles im nahezu Neuzustand, kaum gefahren. Hinten das Schaltwerk Santur Alpha 3040, Akkushift wie neu. Vorne der Umwerfer Santur Alpha 3000 wie neu. Ja, einen unterverchromten Rahmen sieht man so schön an den Kratzern hier, die mir sehr leid tun, die Kratzer, aber die sind halt irgendwie entstanden. Ja. Voll und komplett unterverchromter Rahmen. Somit dürfte Rost gar kein Problem sein bei dem Teil. Und dann hier mega stabiler Gepäckträger. Koste es, was es wolle an Gewicht. Hauptsache stabil. Wie gesagt, der ganze Antrieb hat vielleicht 10 Kilometer auf dem Buckel. Also, so wie der aussieht, da ist nichts gefahren worden. Nichts, ja, nichts. Einfach putzen, das Ding zerlegen, putzen, zusammenbauen. Und man hat ein Traumstück an Fahrrad. Hier, nächster Highlight ist diese Sattelhöhen-Einstellfeder. Wenn man den Schnellspanner gelöst hatte, konnte man dann prima und einfach die Sattelhöhe einstellen, weil das eben sozusagen mithilft, rauszudrücken, ja, oder so. Also, und der Sattel ist noch nie ganz reingerutscht, weil man ja immer eine gewisse Gegenspannung hatte. Auch eine schöne Geschichte, eine schöne Erfindung. Ja, ich glaube, bei Kuwahara gab es das auch schon. Das waren so die mit Kuwahara, Longus und so. Und das ist ja auch aus der Zeit, beziehungsweise, ja, ist die gleiche Zeit auf alle Fälle. Und ein schöner Sattel, wunderschöner Ledersattel, alter Ledersattel. Genialer Zustand. Ein absolut schönes Sammlerstück. Das ganze Fahrrad. Schutzbleche sind natürlich mit dran, die sind auch original. Also die sind jetzt nicht neu oder so, die sind original. Die sind zwar auch vielleicht auch nicht ganz so alt, aber schon recht früh dran gekommen. Also Anfang der 90er vielleicht. Ja, ansonsten Zustand, wie gesagt, tippitoppi. Das ist eins dieser Räder, die ich gern behalten würde. Und da ist es nicht schlimm, wenn es nicht verkauft wird. Ich biete es euch trotzdem mal an, allerdings zu einem Preis von 500 €, da werde ich es mit ansetzen. Ihr könnt mir gerne einen Preisvorschlag machen, aber bitte, bitte, bitte seid euch bewusst, so ein Rad habt ihr bestimmt noch nicht so gesehen. Mit dem Zubehör dran, mit den geilen Komponenten dran. Und wenn man es zerlegt, ist es mittlerweile ja so, dass man es in Teilen besser verkauft bekommt als einem Stück. Und 500 € sind nicht viel für ein Fahrrad aus Anfang 80er Jahre, kaum gefahren, unterverchromter Rahmen komplett. Ja, hier sieht man es ja auch nochmal. Dafür bekommt man heute nicht mal den Rahmen für so einen Preis. Den blanken Rahmen. Und da kann man sich noch lange nicht draufsetzen und fahren. Also, damit schließe ich erstmal für dieses Rad. Und wir sehen uns beim nächsten wieder. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was die Räder angeht, die ich vorstelle, ja, dann abonniert den Kanal und wir sehen uns dann fast täglich, würde ich mal sagen, möchte ich mal behaupten. Manchmal sogar mehrmals am Tag. Ich gehe euch so richtig auf den Sack.
Ihr kriegt dann alles mit, was für ein Rad das ist, und könnt dann selber entscheiden, ja, das gucke ich mir an oder nicht. Na, oder das interessiert mich oder nicht. Also, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, Daumen hoch und ihr seid immer auf dem Laufenden. Das ist doch richtig so. So soll es doch sein. Erstmal wünsche ich euch viel Erfolg beim Bieten. Und denkt dran, hier, das ist eine Anlage, Wertanlage. Sauber machen, richtig schön an die Wand hängen. Nicht im Keller unbedingt, so wie ich das gemacht habe, da staubt es immer wieder ein. Müsst ihr einmal wieder sauber machen. Stellt es trocken, hängt es euch an die Wand. Verkauft es in 20 Jahren für 2.500 oder so. Na, ist das gut. Ja? Also bis dann, ciao.